Hallo zusammen. Das Leinenhandling ist ein wichtiger Part in der Kommunikation zwischen Hundeführer und Hund. In der Regel nutzen wir Lederleinen in der Länge von 6 bis 7 Meter. Hier ein Video mit Simone und Knorke bei einem Delayed Start Intensity. Wie wir sehen, startet Knorke in einer bedächtigen Art und Weise. Er sortiert die vielen Großspuren im Bereich des dortigen Platzes, um die richtige herauszufinden. Simone nutzt die gesamte Leinenlänge, um Informationen zu bekommen. Die Leine selbst ist noch ohne Spannung und ohne jeglichen Zug. Der Zug auf der Leine ist deutlich vorhanden. Simone lehnt sich nach hinten, geht leicht in die Knie und kontrolliert mit der Körperhaltung den Zug des Hundes. Beim Training ist es wichtig, den Hund nicht über die Leine zu beeinflussen, während er arbeitet. Ziel der Übung ist es, dass der Hund den Geruch ohne unsere Hilfe verfolgt. Je mehr wir ihn über die Leine beeinflussen, desto weniger lernt er. Wir wollen den Hund nicht zum Erfolg führen. Leinenspannung und Leinenkontrolle sind wichtige Faktoren in der Kommunikation mit unseren Hunden. Beide sind gut unterwegs und Knorke ist sicher auf der Spur. Simone reguliert über Spannung und Kontrolle der Leine ein gleichbleibendes Tempo. Motivation ist auch hier Dreh- und Angelpunkt. Hier verändert sich etwas. Links liegt des Ranners Jacke, an der es Knorke nicht interessiert. Er will die Belohnung. Gute Arbeit muss belohnt werden. Es folgt der Intensity. Knorke wird nach dem Anreiz durch den Ranner aus der Trailrichtung gedreht. Er soll sich daran erinnern, in welche Richtung der Ranner weglaufen ist. Die Leine ist wie eine Gitarrenseite. Mit der richtigen Spannung und Kontrolle bei hoher Motivation bleibt der Hund sicher auf der Spur. Unkontrollierte Hunde neigen schnell zu einem Stürzen. Wir können es auch als Güterzugverhalten beschreiben. Die Hunde verlieren schnell die Konzentration und rennen einfach drauf los, unterstützt durch die Körpersprache des Hundeführers. So nehmen wir passiv Einfluss und legen den nötigen Druck auf die Leine nach Charaktereigenschaft des Hundes. Es soll zu keinem Zeitpunkt als Korrektur geschehen. Das ganze Handling erlangen wir nur mit vielen Wiederholungen. Erst später entwickeln wir eine uns eigene Technik und Routine. Der Ranner ist verschwunden und Knorke startet zielstrebig. Simone folgt und kontrolliert Knorke an kurzer, gespannter Leine, um auf dem Schnee hügelabwärts nicht auszurutschen. Erst auf der Ebene gibt sie Leine, damit Knorke die nötige Freiheit zum Arbeiten hat. Wieder legt sie Spannung und Kontrolle auf die Leine. Leicht nach hinten gelehnt und die Knie leicht gebeugt, folgt sie ihrem Hund. Wir haben hier eine zum Versteck führende Spur und eine wegführende für den Intensity. Auch sind wir mit der Gruppe gefolgt und haben weitere bekannte Geruchsspuren gelegt. Das alles muss Knorke für sich sortieren und der richtigen Spur folgen, um an seine Belohnung zu kommen. Nach Überquerung der Fahrspur zeigt Knorke ein sicheres Arbeitsverhalten auf der Geruchsspur. Wir können schön sehen, wie er der Spur selbstständig folgt und Simone nur darauf achten muss, die Leinenkontrolle aufrechtzuerhalten. Die lange Leine gibt dem Hund die nötige Freiheit zum Arbeiten und liefert uns so die Informationen über die Geruchsspur. Simone bleibt hinter ihrem Hund bis zum Erfolg und der Belohnung. Ein Delayed Start Intensity im Bereich des vorherigen Trailverlaufs von Simone und Knorke. Betty startet, während Michi die Leine entknotet. Mit dem hohen Kopf gleicht Betty die im Bereich befindlichen Geruchsspuren ab. Es ist wenig Druck auf der Leine. Es scheint, dass ihr die vielen bekannten Geruchsspuren Schwierigkeiten bereiten würden. Vergewissert sich linksseitig des vorherigen Trailverlaufs, kontrolliert diesen, liest kurz die Zeitung und wechselt auf die gegenüberliegende Seite. Noch ist kein Druck auf der Leine, zeigt durch einen Trailkreis, dass sie noch nichts in der Nase hat, wird weiterhin von Michi geführt, um den Trailverlauf aufnehmen zu können. Die Leine ist weiterhin nicht gespannt. Es folgt ein weiterer Trailkreis, sodass wir davon ausgehen können, dass rechtzeitig keine Spurlagen abgehen. Auf der Asphaltfläche kommt Spannung auf die Leine und auf dem nachfolgenden Schneefeld klingt Betty auf der Geruchsspur ein. Dieser folgt Betty mit tiefer Nase und zieht Michi auf die Spur. Die Leine ist gespannt. Michi übt weniger Kontrolle auf den Hund aus wie Simone und unterstützt mit dem Mitlaufen die Ausarbeitung von Betty. An den Treppen kontrolliert sie Betty etwas mehr, um die Stufen runterzukommen. Je mehr Druck Michi auf die Leine bringt, umso mehr arbeitet Betty dagegen und kommentiert dieses Zurückhalten recht lautstark. Der Arbeitseifer wird mit einem schnellen Fund belohnt.
Motivation ist Dreh- und Angelpunkt in diesem Spiel. Michi zeigt Krieg die Belohnung und läuft weg. Mit den Intensities trainieren wir unsere Hunde, um dass sie Ablenkungen ausblenden und der Geruchsspur folgen. Durch den Anreiz will Craig Michi mit der Belohnung folgen. Der Anreiz ist für den Aufbau einer hohen Motivation wichtig. Es isoliert den Spurverlauf und blendet so Ablenkungen aus. Ralf hat seinen Hund aus der Trailrichtung gedreht und wartet auf sein Go. Ein sicherer, selbstständiger Start ohne Manipulationen von uns. Kurzer Blick zu Simone und los geht's. Zu sehen, wie Craig die Geruchsspur eingrenzt und auf dem Grün mit viel Druck nach vorne arbeitet. Da kommt Druck auf die Leine und wir sehen ein Einklinken. Jetzt ist der Hund sicher auf der Spur. An der Körperhaltung von Ralf ist zu erkennen, dass er Leinenkontrolle ausübt und der Hund ihn über die Spur zieht.